Und ich habe das Gefühl, das Einzige, was dieses Video machen soll, ist provozieren. Dass Leute jetzt wild Kommentare schreiben und sich darüber aufregen und sich dazu äußern, damit das halt ein bisschen Klicks bringt und ein paar Kommentare. Das scheint wohl sehr umstritten zu sein, also gehen wir da mal kurz rein in die gute Stute. Dann schauen wir mal. Hit or shit. Überrasch mich. Hit or shit. Okay, der Aufstieg und Fall von Simracing. Okay, prima, dass wir schon mal gleich mit irgendeinem komischen, wundervollen Spiel anfangen, was überhaupt nichts mit Simracing zu tun hat. Prima. Gut, lassen wir mal außen vor. Es gibt zwei Arten von Videospielen. Die einen wollen eine eigene Welt erschaffen, abseits von der teilweise traurigen Realität, und die anderen wollen die Realität so gut wie möglich nachstellen. Mit anderen Worten, simulieren. Sim Racing ist genauso eine Art von Spiel, beziehungsweise sogar ein ganzes Genre. Sogar ein ziemlich großes. Aber wieso haben wir dann bisher so wenig davon mitbekommen? Naja, kurz gesagt, die professionelle Sim-Racing-Szene ist nicht so ganz ohne Kontroversen und schafft's leider nicht so ganz, sich seriös zu etablieren. Wir sagen euch, warum das so ist. Okay. Wir gehen rein. Ich möchte übrigens das, was ich am Anfang gesagt habe, zurücknehmen. Ich war zu schnell. Ich hätte die ersten 30 Sekunden gucken sollen. Die Anfänge von Simracing waren wie bei vielen anderen Games auch in den Arcade-Hallen der 1980er. Damals war es unvorstellbar, ein eigenes Lenkrad und Pedale für ein Spiel zu kaufen, und alleine deshalb waren diese Hallen so beliebt. War einfach etwas Besonderes. Mittlerweile kauft ihr das ganze Setup mit Sitz und Feedback für zu Hause für Peanuts auf Laben. Andere Zeiten einfach. Aber die... Da hätten wir mal ein bisschen besser recherchieren sollen, weil Peanuts von den Sachen, die du da beschrieben, okay. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr recherchiert, um sowas zu sagen. Also gut, dann ist die Frage, was sind Peanuts an der Stelle? Kann ja sein, dass so mit dem ganzen Zeug, was da gerade aufgezählt wurde, was ja so, denke ich mal, schon weit über 1 kostet oder schon in Richtung 2 geht, wenn nicht sogar 3, ob das Peanuts sind. Die Simulatoren waren damals schon erstaunlich weit fortgeschritten für ihre Zeit. 1986 ist mit WEC Le Mans ein Simulator erschienen. Wir sind nicht kleinig, aber es heißt Le Mans, nicht Le Mans. Der zumindest im Ansatz probiert hat, Gehkräfte zu simulieren. Und es war auch das erste Spiel mit Force Feedback. Also ein kleiner Vibrator im Sitz und Lenkrad, der dich vibrieren lässt. Der absolute Gamechanger für Simracing kam dann im Jahr 1997. Gran Turismo. Wussten wir ja als Kinder gar nicht, wie bahnbrechend das war. Das Spiel war das erste seiner Art, das probiert hat, Autos und ihre Fahrphysik so realistisch wie möglich zu gestalten. Und das auf der PlayStation 1 und nur mit Controller. Lenkräder für daheim gab es zu dieser Zeit nur für die PC Master Race. Gran Turismo war aber exklusiv für die PlayStation, also leider keine Möglichkeit, irgendwie mit Lenkrad zu spielen. Aber trotzdem, Gran Turismo war Simracing für den Mainstream. Und das zum ersten Mal. 2008 kam dann der Autohersteller Nissan ins Spiel. Eine Kooperation mit Polyphony und Sony führt dazu, dass die GT Academy ins Leben gerufen wird. Das Ziel dieser Akademie ist, den besten Gran Turismo Simracer in ein echtes Rennauto zu stecken. Wurde übrigens auch verfilmt. Die Story, der Film heißt einleuchtenderweise Gran Turismo. Und ist richtig nicht so gut. Der Aufschrei vor allem außerhalb der Gaming-Community war riesig. Wie kann Nissan einen Nerd, einen Amateur ohne vorherige Erfahrung im Real-Life-Racing in ein Auto stecken, wo er mit dem geringsten Fehler sein eigenes und womöglich sogar das von anderen Fahrern gefährdet? Die Bedenken waren aber recht schnell vom Tisch gewischt. Warum? Die ersten 3 Absolventen der GT Academy sind den alteingesessenen Motorsportlern als Rookies schon davon gefahren. Das hat natürlich Eindruck gemacht. Der größte Erfolg war dann, als einer der Absolventen zum ersten Mal in einem echten Auto bei einem Rennen mitgefahren ist, in Dubai. 2011 holt Jan Martinborough, der wirklich noch nie bei einem echten Rennen mitgefahren ist, den 3. Platz beim 24-Stunden-Rennen von Dubai. Von ihm handelt übrigens auch der vorhin erwähnte Film Gran Turismo. Das Ergebnis von Martinborough hat ganz klar gezeigt, Simracing kann auch echte Rennfahrer hervorbringen. Jetzt ist der Mainstream an Bord und auch die alteingesessenen Rennsportlobbyisten müssen sich beugen. Vor allem die größte Einstiegshürde des Rennsports ist jetzt eigentlich gefallen. Geld. Bisher konnte man nur mit Millionenbudgets überhaupt zu so einem Rennen kommen.
Jetzt reicht reines Talent. Simracing ist jetzt seriös und wichtig. Von so einer Ausgangslage kann herkömmlicher E-Sport eigentlich nur träumen. iRacing, R-Factor 2, Assetto Corsa Competizione, Automobilista, Formel 1 und viele, viele mehr. Die Szene boomt. Und trotzdem passiert nach 2010 etwas, das irgendwie keinen Sinn macht. Simracing wird von den anderen E-Sport-Titeln überholt. Auch was ist denn das für ein Zeitsprung? Was ist das für, der Zeitsprung ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn gerade. Du zählst alle Games auf, die in 2024 sind und dann ist auf einmal 2010? Das ergibt Entschuldigung, aber der Zeitstrahl haut nicht hin. Dass die GT Academy von Nissan 2015 eingestellt wurde, hat nicht unbedingt geholfen. Es wurde still im Simracing. Natürlich gab es noch Wettbewerbe, aber das war alles nur noch eine kleine Nische, so wie zu Beginn. 2017 kam dann das nächste große Ding im Simracing. Liberty Media will eine Formel 1 E-Sport-Serie aus dem Boden stampfen. Das Medienunternehmen hat erst im selben Jahr alle Rechte an der realen Formel 1-Weltmeisterschaft erworben und jetzt wollte man auch seine E-Sport-Sparte erschaffen. Viel Geld fließt, viel Planung passiert und dann kommt 2020. Wir wissen alle, was 2020 begonnen hat, bitte reden wir nicht mehr darüber. Was für die Veranstaltung mit viel Live-Publikum ein Horror war, muss für E-Sport Formel 1 eigentlich das Beste sein, was passieren konnte. Covid war ein indirekter Buff für die E-Sport-Szene allgemein, deswegen die Idee von Liberty Media. Der erste virtuelle Grand Prix. Ehemalige Formel 1-Fahrer, E-Sportler und auch andere Sportler wie der belgische Torhüter von Real Madrid wurden ins virtuelle Rennen geschickt und die Events waren ein voller Erfolg. Angeblich, wir haben das noch nie gehört, aber wir glauben das mal so. Ja gut, dann hast du halt davon noch nichts gehört. Aber gut, ist ja auch alles nicht so schlimm. War halt absolut gar kein Erfolg, weil du davon nicht gehört hast, das ist richtig. Aber als Menschen, die in der Szene drin sind, kann man sagen, dass das ein voller Erfolg ist, weil ich weiß nicht, aber die ganze Szene ist ganz schön geboomt danach. Vielleicht nicht so viel, wie Leute sich das immer vorstellen, so dass das so auf League of Legends Level ist. Aber es hat auf jeden Fall geboomt und das nicht zu knapp, weil wir profitieren heute, 4 Jahre später, immer noch davon. Also die Recherche scheint nicht so gut gewesen zu sein. Für die Simracing-Community war das aber ein Traum. Menschen, die vorher keinen Kontakt hatten mit E-Sports, konnten einen sehr cool aufbereiteten ersten Kontakt zu E-Sport haben. Ja, das Ganze war noch ein bisschen als Spaß-Event aufgebaut, aber trotzdem ein Erfolg. Wesentlich ernsthaft. Hä? Hast du dir gerade selber widersprochen? Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass ich jetzt so kleinlich bin, ne? Aber... Ehemalige Formel 1-Fahrer, E-Sportler und auch andere Sportler wie der belgische Torhüter von Real Madrid wurden ins virtuelle Rennen geschickt und die Events waren ein voller Erfolg. Angeblich, wir haben das noch nie gehört, aber wir glauben das mal so. Für die Okay, hier sagst du, hier ziehst du das durch den Kakao? Im Racing Community war das aber ein Traum. Menschen, die vorher keinen Kontakt hatten mit E-Sports, konnten einen sehr cool aufbereiteten ersten Kontakt zu E-Sport haben. Ja, das Ganze war noch ein bisschen als Spaß-Event aufgebaut, aber trotzdem ein Erfolg. Wie kann man sich denn in 30 Sekunden widersprechen? Ich bin jetzt wirklich nicht derjenige, der sich davon irgendwie getriggert fühlt, weil, ey, erzähl, was du willst, I don't care. Und ich mache das hier auch gerade nur, um das ins richtige Licht zu rücken für Menschen, die eventuell wirklich ins Simracing kommen, weil damit habe ich seit 5 Jahren was zu tun. Aber wie wäre es denn mal, wenn wir ein bisschen recherchieren und nicht uns irgendwie in 30 Sekunden widersprechen? Was soll das denn? Wesentlich ernsthafter war dann das 24 Hours of Le Mans Virtual. Der Ersatz für das damals abgesagte Langstreckenrennen hatte $250.000 Preisgeld und ist auch von der FIA, die Schiedsrichter von den echten Rennserien, lizenziert gewesen. Das war schon ein großer Deal zum damaligen Zeitpunkt. Die Schiedsrichter, okay. Und so etwas hat es im Simracing noch nie davor gegeben. E-Sportler sind mit echten Racern in Teams zusammengekommen, um eines der legendärsten Rennen zu fahren. Nur eben virtuell. Das Event war ein voller Erfolg, aber gleichzeitig auch ein bitterer Verlust. Es gab technische Probleme und die plagen die Szene
bis heute noch. Die erste Ausgabe von Le Mans Virtual hat aus Problemen bestanden, die wir als Gamer ganz normal finden. Wieso sagst du voller Erfolg und dann ein Aber hinterher? Das ergibt halt keinen Sinn. Ey, nennt das doch einfach beim Namen. Es war Kacke. Es war Kacke, ganz einfach. Und es war Kacke wegen der ganzen Rechte-Situation, weil sich Leute da gekloppt haben. Dann konnten wir das nicht in iRacing veranstalten, wo es wäre am besten aufgehoben gewesen. Hat nicht funktioniert. Wir haben es in R-Faktor gemacht. R-Faktor war einfach nicht so geil. War halt nicht das Beste. So. Aber hey, ich meine, Fußball, wie lange existiert Fußball? 100 Jahre, 150 Jahre, war am Anfang auch scheiße. War auch scheiße. Und jetzt sind wir beim Fußball, na gut, Fußball ist, kann ich nicht einschätzen, guck nicht so viel, aber da gibt's das jetzt auch nicht mehr. Was ist das? Was ist das hier? Normale Zuseher und Teilnehmer aber eher nicht so. Server und Internetprobleme. Gefahren wurde nämlich mit dem R-Factor 2 Simulator und die Serverinfrastruktur dieses Spiels ist absolut nicht für so ein massiv großes Event ausgelegt gewesen. Ganze Teams sind random und mitten im Rennen vom Server geflogen. Für die war das Rennen vorbei, so ein Rückstand lässt sich einfach nicht mehr aufholen. Und mit der nächsten Frage kommen wir auch direkt zum größten Problem von Simracing und ziemlich sicher dem Grund, warum ihr noch nie wirklich davon gehört habt. Lizenzen. Wenn R-Factor 2 von Motorsport Games also so shit war, wieso nicht einfach ein anderes Game verwenden? Ganz einfach. Motorsport Games hat alle Lizenzen für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans Virtual gekauft. Und die wollen natürlich, dass ihr Spiel dort gespielt wird. Fußball ist doch genau derselbe Quatsch. Du brauchst 50 Abos, um alles zu sehen. Es ist nichts anderes. Ist es nicht. Hier ist es was Schlechtes, beim Fußball ist es wieder was Feines. Und da reden wir dann nicht von dem Fall von, reden wir dann nicht davon, dass das irgendwie schädlich ist oder was. Oder DAZN, was jetzt mittlerweile 80 Euro kostet oder was auch immer das kostet im Monat, da kannst du immer noch nicht alles gucken, dann musst du dir irgendeinen hässlichen UEFA-Pass holen und den ganzen Scheiß. Hä? Das verstehe ich nicht. Als wenn Rechteinhaber, was halt für jeglichen Scheiß auf dieser Welt existiert, als wenn das jetzt so ein Riesending ist. Das sind halt Rechte. Das ist genauso wie EA sich jetzt auch nicht mehr FIFA nennen darf, weil sie die Rechte nicht mehr haben. Ist das jetzt auch nicht mehr eSports ready, weil es dann Probleme mit den Rechten gibt? Hä, ich verstehe es nicht. Das bisher letzte 24 Stunden von Le Mans Virtual letztes Jahr ist dann eine komplette Shitshow geworden. Das Rennen musste zweimal komplett unterbrochen werden, weil die Server einfach down waren und viele Teams haben im Laufe des Rennens noch zusätzlich Disconnects gehabt. Die Serverprobleme sind durch DDoS-Attacken ausgelöst worden und die waren deswegen so erfolgreich, weil Motorsport Games irgendwie nie dran gedacht hat, ihre Server vor diesen Attacken zu schützen. Und das bei den Budgets? Viele waren so... Ja, du, hi, setze jemanden, der damit nichts zu tun hat, dahin und der denkt nicht an sowas. Da können die Budgets noch so hoch sein. Da kriegst du halt jemanden eine Rennleitung rein aus dem realen Leben. Die haben sich gedacht, ist eine coole Idee und es ist auch eine coole Idee, aber die denken halt an sowas nicht. So, und da sind dann halt Leute dabei aus den eigenen Reihen und dann hast du trotzdem wieder nicht irgendjemanden dabei, der irgendwas mit Gaming zu tun hat und sich sagt, Mensch, das Internet ist ein Haufen Scheiße, da sind ein paar Leute drin, die nicht so cool drauf sind und die sowas machen, davor sollten wir uns sichern. Das ist, okay, es wurde zweimal gemacht und es hat nicht funktioniert. Und das, angepisst, dass sie einfach während des Rennens aufgegeben haben. Und da reden wir nicht von irgendwelchen unbekannten Simracern. Einer davon war Max Verstappen, amtierender Formel 1 Weltmeister. Der hat in einem Rant die Schuld R-Factor 2 und Motorsport Games gegeben. Aber nicht nur die fehlende Serverinfrastruktur setzt der Simracing-Community heftig zu. Natürlich ist auch, wer hätte es anders gedacht, Cheaten ein Teil des Problems. Vor allem die Formel 1 Simracer werden von Cheatern im Zeitfahren überschwemmt. Die zeigen sogar öffentlich, dass sie cheaten, weil es in den Games einfach keinen Anti-Cheat gibt. Naja, war auch irgendwie klar, wenn es allgemein kaum Serverinfrastruktur gibt, keiner weiß, ob Codemasters einfach nur darauf verzichten. Ich geh krachen, Alter. Zichtet hat oder ob sie glauben, dass es in Simracing vielleicht keine Cheater gibt. Aber Fakt ist, dass es User gibt mit dem Namen f1cheats.net. Und wem das nicht reicht, dem reicht vielleicht der Zusatzfakt,
dass diese User 4 Sekunden schneller sind als die besten Fahrer der Welt. Natürlich hat es dann auch nicht lange gedauert, bis es in der Pro-Scene Cheating-Vorwürfe gab. In der Online-Ära der Formel 1 E-Sports-Weltmeisterschaft gab es 2 Fahrer, die von Pros und auch Fans als Cheater bezeichnet wurden. Das ist zum einen Thomas Ronha und zum anderen Alvaro Carreton. Ersterer ist als Rookie in die E-Sports-WM eingestiegen und hat die etablierten Profis komplett überrascht. Er hat das Feld teilweise dominiert wie kaum ein Zweiter und war in einem sehr engen Feld, wenn es um die Abstände zwischen den Fahrern geht. Diese immense Stärke hat aber auch Zweifler auf sich gezogen. Seine POVs und Streams sind von Profis und Fans nach Beweisen zerlegt worden, aber gefunden hat niemand was. Und trotzdem war er für alle ein Cheater. Wir Gamer verstehen das. Irgendwann hat man einfach ein Gefühl dafür, was dauerhaft möglich ist und was nicht. Und Profis haben da natürlich ein noch schärferes Gespür. Vor allem Jarno Opmeer, einer der besten F1-E-Sports-Fahrer, hat Ronha regelmäßig Cheating vorgeworfen. Das hat wiederum dazu geführt, dass sich beide Fahrer auf der Strecke nicht gerade vorbildlich verhalten haben. Auch wenn es keine endgültigen Beweise dafür gibt, ob Ronha cheatet oder nicht, hat die ganze Situation die Szene in ein sehr schlechtes Licht gerückt und es wird sogar noch schlimmer. Wen interessiert Formel 1 E-Sports? Wen? Im Sim-Racing? Wen? Fast niemanden interessiert das, weil das auch, also wir sind hier übrigens auch an der Stelle nicht mal irgendwie in der großen Sim oder so. Okay, es ist ein Rennspiel, sehr arkadisch, aber nichts mit Sim. Wen interessiert das? Das hat uns 2020 interessiert, weil die Formel 1 die virtuellen Geschichten gemacht hat, aber im Sim-Racer interessiert das hier doch gar nicht. Also das ist so ein Mikrokosmos in dem Kosmos. Und da gibt's Leute, die sind da drinne, aber doch nicht der Großteil. Der Großteil macht doch ganz andere Sachen. Und der Großteil... Okay. Der andere potenzielle Cheater, den wir erwähnt haben, Alvaro Carreton, ist auch ein F1-Sim-Racing-Profi. Das Problem bei ihm war aber, dass er auf frischer Tat ertappt worden ist, wie er einen Cheats-Ordner im Hintergrund offen hatte, während er in der Formel-1-Liga gefahren ist. Das Ganze war sogar nicht mal elegant als Word.exe getarnt, wie das andere Cheater vorgemacht haben. Die Szene verliert dadurch natürlich an Seriosität. Genauso wie die Fortnite-Pro-Scene schon nicht mehr ernst zu nehmen ist wegen dem Chronos Zen und General Cheats, ist es auch bei Sim-Racing so. Das darauffolgende Statement von Carreton hat dann so ziemlich jeden überrascht. Angeblich laut seiner Aussage testet er diese Cheats ja nur für Codemasters, um ihnen bei der Entwicklung eines Anti-Cheats zu helfen. Natürlich, wir kennen es alle, wir testen ja diese Drogen auch nur, um der Polizei zu helfen, diese Drogendealer schneller zu finden. Viele haben ihm zwar geglaubt, aber mal ehrlich, was sind die Chancen, dass das wirklich die Wahrheit war? Beide Fahrer fahren heute noch in der F1 E-Sports Weltmeisterschaft. Und auch wenn das ein bisschen witzig ist, darf man diese Image-Schäden nicht unterschätzen. Racing wird wegen den ewigen Lizenzproblemen, schlecht umgesetzten Games und Cheatern einfach nicht mehr ernst genommen. Und wenn etwas schon innerhalb der eigenen Bubble nicht ernst genommen wird, wie soll es dann jemals wachsen? Hattet ihr schon mal Kontakt zum virtuellen Racing? Und wie seriös habt ihr das Ganze bisher wahrgenommen? Sagt's uns in den Kommentaren. Okay, bye! Also pass auf, ich gehe ja mit der letzten Minute. Da gehe ich wirklich mit. Also erstmal ist das hier immer noch kein Image-Schaden. Immer noch nicht. Es gibt mehr als genug Rennserien, die immer noch einsteigen wollen in die ganze Sache, aber nicht wissen wie. Und das weiß ich aus erster Hand, weil ich vor kurzem mit jemandem aus Amerika telefoniert habe, der mit einer gewissen, naja, nicht allzu kleinen Gruppierung an Leuten, die im Kreis fahren, Interesse daran haben, Sachen zu machen. Aber nicht wissen, wie und in welcher Form und sie das gerne richtig machen wollen. Wir haben jetzt hier also ein Beispiel, wo jemand cheatet. Okay, gut. Das haben wir in League of Legends, das haben wir in Counter-Strike, das haben wir in Valorant oder wie auch immer das jetzt auf Englisch richtig ausgesprochen wird, haben wir alle diese Sachen, die du gerade hier aufzählst, in deinem Video. Was für Image-Schäden. Da finden immer noch riesige Masters statt. Ein Haufen Budget ist da drin.
Also da ist wirklich immer noch alles vorhanden. Und hier ist das jetzt ein Problem. Pass auf, um das jetzt wirklich mal ins richtige Licht zu rücken. Ich gehe mit, dass diese Lizenzierung ein Problem ist. Weil League of Legends ist sein eigenes Ding, die können damit machen, was sie wollen. Counter-Strike ist sein eigenes Ding, die können alle machen, was sie wollen. Hier bist du aber an gewisse Menschen gebunden. Und diese Menschen, wie auch hier in dem Video schon mal aufgetaucht ist, an... gib mir eine Sekunde. Wo ist es denn? Formel. Hier sind so Menschen, die ungefähr dieses Alter haben. Okay? Und da ist das Geld. Bei diesen Menschen. Und diese Menschen sind ein bisschen zu alt, um sich dafür zu öffnen. Nicht alle, aber einige. Ein paar Leute versuchen das schon. Ne? Also auch ein paar Teams, beziehungsweise Menschen, die Geld haben, geben die Möglichkeiten raus, dass auch Fahrer mal umsteigen können in das reale Rennen, wie Jimmy Broadband, Jadir oder Tim Heinemann beispielsweise, ist auch ein sehr gutes Beispiel. Im NASCAR haben wir, jetzt fällt mir sein Name gerade nicht ein, aber da sind auch mittlerweile schon zwei Leute, die von iRacing gekommen sind und diese Moves, die finden schon statt. Aber diese netten Menschen, die du hier gerade auf dem Bildschirm siehst, die wollen nicht, dass das miteinander verschmilzt. Das wollen die nicht. Und da haben wir dann nämlich die ganzen Sachen mit den Lizenzen wieder. Und die hast du im realen Leben übrigens auch. Es gibt im realen Leben keine übergeordnete Serie, wie beispielsweise in der Formel 1, wo alles, was mit Formel 1 zu tun hat, in der Formel 1 drin ist. Formel 1, Formel 2, Formel 3, Formel E. Du hast IMSA bei GT-Fahrzeugen, du hast NASCAR hat ihren eigenen Scheiß. Jeder hat seinen eigenen Scheiß. Und jeder muss die Lizenzen dafür organisieren, dass man damit fahren kann. Sowohl virtuell als auch im realen Leben. Und das ist in jedem anderen Sport, und ich rede jetzt nicht von E-Sports, in jedem anderen Sport ist das genau derselbe Quark. In Simracing ist aber nicht alles unter einem Dach. Und Simracing ist auch bei weitem nicht, ich weiß nicht, wie alt Formel 1 ist, glaube ich auch schon 60 Jahre, 70 Jahre alt. Fußball, über hunderte Jahre. Football, Tennis, der ganze Scheiß, die haben auch alle so angefangen. Also warum zum Kuckuck, selbst Counter-Strike ist mittlerweile, wie alt ist Counter-Strike? 20 Jahre? League of Legends wurde getrimmt auf E-Sports, Simracing aber nicht. Und das wird hier völlig in dieser ganzen Argumentation wird das vergessen. Und ich habe das Gefühl, das Einzige, was dieses Video machen soll, ist provozieren. Dass Leute jetzt wild Kommentare schreiben und sich darüber aufregen und sich dazu äußern, damit das halt ein bisschen Klicks bringt und ein paar Kommentare. Aber ich würde mir sehr wünschen, wenn nächstes Mal, falls ihr so ein Video nochmal machen solltet, ihr ein bisschen Recherche betreibt und euch selber in euren eigenen Videos nicht wirklich widersprecht, weil das ist hier offensichtlich schon auch zweimal vorgekommen. Also ich weiß nicht, was der Sinn und Zweck dieser Übung war. Und dann sieht das auch halt einfach nicht so cool aus, wenn wir von Cheaten reden und wir zeigen Formel 1 E-Sports, aber keiner redet darüber, dass ein iRacing Anti-Cheat ist, zum Beispiel, weil die das überhaupt nicht so geil finden und dort auch riesige Rennen stattfinden, wo abertausende Leute mitfahren. Oder wir zum Beispiel riesiges NASCAR E-Sports haben, wo $250.000 über den Tisch gehen und das nicht einfach nur irgendwie einmal oder so, sondern auch mehrere Male und dort auch Jugendliche gefördert werden, die dann irgendwann mal im realen Leben fahren, als Beispiel, ist nur ein Positivbeispiel. Oder dass Max Verstappen halt permanent bei irgendwelchen Events mitfährt und da auch eigentlich immer mehr Leute reinholt. Ja, wir finden noch keine guten großen Events statt, aber irgendwie tut sich ja doch schon noch eine ganze Menge seit den letzten 4 Jahren und das nicht so wenig. Also wie wäre es dann mit einem bisschen Recherche? Ein bisschen mehr Recherche. Und auch ein bisschen sinnvoller strukturiert das wiedergeben und nicht auch in den Jahren rumhüpfen. Ich denke, das könnte mehr dazu beitragen, aber dann würden wahrscheinlich nicht so viele Leute Kommentare schreiben und sich das auch nicht angucken.